Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie man effektiv Glimmer farmen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist auf dem Mars, das ist die effizientere Möglichkeit. Für das klickt ihr hier auf den Mars. Dann wählt ihr die erste Mission aus, das ist Sperrgebiet, Level 15 Story. Dann werft ihr die Mission von 15 noch auf 18, das hat den Grund, dass dann heroisch aktiv ist. Feinde erscheinen in größerer Anzahl und sind aggressiver. Es geht da eigentlich mehr um die Anzahl, dass wir mehrere Gegner haben. Dann steuern wir das Ganze an. Und während dem Anflug erkläre ich kurz, was da wichtig ist. Ihr müsst zwingend dabei haben, diese Nachschubcodes, dass ihr da aus den Kabalen Gegnern mehr Glimmer rausziehen könnt. Und ich empfehle übrigens, einen Raketenwerfer mitzunehmen, Crotas Hunger oder das Gerlahorn, dann eine Pumpgun und ein Scoutgewehr. Die primäre und sekundäre Waffe, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, das kann man wählen, wie man möchte. Aber den Raketenwerfer, den empfehle ich wirklich. Denn der Raketenwerfer hilft euch, die Gegner noch viel schneller zu töten. Wenn man dann natürlich noch den Titan hat und die Ruinenflügel, geht das Ganze nochmal einen Tick schneller. Ich erkläre das dann direkt vor Ort und schaut, dass ihr was Aggressives an Fähigkeit reinnehmt. Der Titan beispielsweise sollte da mit dem Stürmer spielen, der Jäger mit dem Revolverhelden. Und der Warlock mit der Nova, um die Gegner möglichst schnell zu töten. Gut, ich lasse das hier jetzt im schnellen Durchlauf durchspielen. Im Großen und Ganzen startet ihr die Mission. Geht dann weiter, bis ihr am Tor seid. Dann aktiviert ihr das hier und der ganze Spaß kann schon beginnen. An dieser Stelle könnt ihr dann gleich die Nachschubscodes reinwerfen, dann bekommt ihr von jedem Gegner noch Glimmer und tötet an der Stelle alle Gegner. Und wie man sieht, bekommt man da für jeden Gegner Glimmer. Jetzt ist das nicht so wahnsinnig viel, wie man sehen kann, aber das wird noch besser, denn es kommt noch ein zweites Schiff mit gepanzerten Gegnern und die geben da wesentlich mehr Glimmer. Jetzt, da kommt das Schiff und jetzt könntet ihr natürlich mit dem Raketenwerfer dann die eine Seite angreifen, das heißt Raketenwerfer, zack, und die sind schon alle tot. Wenn man dann einen Raketenwerferschuss hat, aus diesem Grund empfehle ich den Raketenwerfer, wie ich ja das vorhin schon angetönt habe. Ich werde da danach gleich noch kurz ein Beispiel einblenden. Weil, wie man sieht, habe ich da unten schwere Munition. Und die offensive Fähigkeit drin habe ich auch, um die Gegner noch schneller zu töten. Hier müsst ihr einfach eines beachten, lasst einen Gegner übrig. Lasst euch dann von dem töten. Ich würde die Schildträger und den Centurion mal prinzipiell immer am Leben lassen. Weil wenn ihr die tötet, dann geht es weiter und dann müsst ihr weiterspielen. Und wenn sie unfähig sind, euch zu töten, dann könnt ihr euch auch einfach mit einer Handgranate killen. Ist gar kein Problem. Ich habe jetzt hier extra Crotas Hunger drin. Nicht das Gjallarhorn, man kann das mit jedem Raketenwerfer machen, aber ich empfehle da einen Zielsuchenden. Das war definitiv eine Ausfallsicherung. Schön alle töten. Dann wartet ihr, bis die da hinten kommen. Jetzt sind sie leider ein bisschen früh runtergesprungen, aber wie ihr seht, kann man da einfach mit dem Raketenwerfer reinschießen. Und da sterben
auf den Gegner. Umso stärker der Raketenwerfer, umso schneller das Ganze natürlich geht. Das wäre es schon im Großen und Ganzen. Das ist die Stelle, an dem ihr ein bisschen mehr Glimmer bekommt, aber natürlich auch ein bisschen anstrengender ist zum Farmen. Wichtig beim Mars noch zu sagen, die Kabale, die ihr tötet, die droppen dann natürlich auch die Gegenstände, bei denen ihr dann beim Kryptar 200 Glimmer holen könnt oder wieder die Nachschubcodes, das heißt, es ist eine selbstversorgende Sache, weil ihr diese Nachschubcodes jedes Mal wieder von den 8 Gegnern bekommt. Ihr macht im Großen und Ganzen Plus, aus dem Grund seht ihr, ich habe da 80 und die werden auch nicht runtergehen. Die Mission, die ich euch jetzt zeige, da müsst ihr gegen die Schar kämpfen und da verliert ihr immer wieder mal ein bisschen Wachsgötze. Ist eher etwas für Leute, die so oder so zu viele davon haben. Wir starten das Ganze hier wieder. Wir nehmen da die erste Mission, das ist die Story Mission 6. Das dunkle Jenseits. Hier auch wieder beachten, eine Mission höher, das heroisch aktiv ist. So, dann macht ihr die Mission, bis ihr hier bei dem Tor steht. Wenn ihr dann übrigens die Mission neu startet, dann beginnt ihr immer wieder an dieser Stelle, das ist noch ziemlich nützlich. Dann aktiviert ihr hier den Geist bei dem Hüter. Ich überspringe die Cutscene kurz. Die hat man ja in der Regel schon zum x-ten Mal gesehen. Haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Jetzt aktiviert ihr da auch wieder die Wachsgötze. Ich habe da noch kurz die Waffen gewechselt. Ihr seht, ich spiele da jetzt hier mit einem MG, Fusionsgewehr und einem Automatikgewehr. Ihr seht jetzt dann gleich warum. Und man bekommt, wie man rechts sehen kann, auch immer schön Glimmer. Hier auch wieder dasselbe wie auf dem Mars. Tötet einfach den einen Gegner nicht. Ich würde da den Ritter einfach nicht töten. Dann gibt es noch 3, 4 gelbe Akolyten, die man töten kann, die dann vielleicht auch die Wachsgötze wieder droppen, damit man hier auch eine bestimmte Zeit lang farmen kann. Ihr merkt es vielleicht, es ist hier ein bisschen ruhiger als auf dem Mars. Also das heißt, es ist ein bisschen angenehmer zu farmen. Aber man bekommt nicht ganz so viel Glimmer wie auf dem Mars. Das wären die Akolyten, die man noch töten kann, die da auch ziemlich viel Glimmer geben. Dann ist es prinzipiell wieder genau das gleiche, man lässt sich töten. Und ein kleiner Tipp noch am Rande. Wenn man jetzt aus Versehen den Ritter töten würde, könnte man die Mission einfach neu starten. Das heißt, man geht zurück in den Orbit, wählt die Mission nochmal an, Stufe 9, startet nochmal neu und man beginnt wieder da oben vor dem Tor, bevor irgendetwas passiert. Hier ist es übrigens wichtig, dass ihr dann noch irgendeine gute Granate reinnehmt, um euch selbst zu töten, denn der Ritter hat eine halbe Ewigkeit, um euch zu killen. Aus diesem Grund empfehle ich da definitiv, die Granate auf den Boden zu werfen und sich selbst zu töten. Und wir spawnen wieder hier und das ganze Spiel beginnt von vorne. Immer schön fleißig drauffeuern, drauffeuern, drauffeuern. Es droppen hier natürlich zwischendurch auch mal Engramme, aber eher selten. Die geben dann auch nochmal ein bisschen Glimmer und Plaststahlplatten oder Saphirdraht oder Hadron-Essenz für den Warlock. Da unten ist jetzt etwas gedroppt. Hätte ich den fast getötet. So, und das macht man eigentlich 10 Minuten lang und dann aktiviert man die Waffsgötze neu, damit man immer fleißig wieder Glimmer bekommt. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich freue mich über Likes. Oder abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich werde immer wieder mal Videos hochladen. Hilfreiche, lustige oder herausfordernde Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.